Lieblingsbilder aus der Ausstellung. Das eine ist das hier, das heißt Europa. Und ich mag es wahnsinnig gerne, weil ich ein großer Europa-Fan bin, mit den offenen Grenzen der gemeinsamen Währung und seit vielen Jahrzehnten Freiheit. Dafür steht Europa und ich hoffe, es geht gut weiter mit Europa. Zweites Lieblingsbild ist das hier, das Café Vorhölzer. Und hier gefällt mir einfach die Atmosphäre wahnsinnig gut. Dieses gemeinsame draußen sitzen, einen Kaffee oder einen Campari genießen, unter freiem Himmel die Atmosphäre genießen. Das ist das Schöne an München und deswegen ist das eins meiner Lieblingsbilder. Das zentrale Objekt meiner Malerei ist der Mensch. Ich male Menschen, die stehen, sitzen, liegen, die sich unterhalten, die laufen. Alltagssituationen dienen mir als Ideengeber. Und mein Fotoapparat ist mein Skizzenbuch. Diese Fotografien, eigentlich Schnappschüsse, haben für mich eine ganz besondere Atmosphäre. In der Ausstellung von Judith Reiter ist dies hier mein Lieblingsbild. Es hat den Titel Niedergelassen und ich habe es schon früher entdeckt in einer anderen Ausstellung und freue mich, dass Judith Reiter jetzt bei uns hier ausstellt. Diese Frau liegt hier ganz entspannt. Die Szene lässt verschiedene Interpretationen zu. Vielleicht schaut die Frau Fernsehen, vielleicht hört sie auch Musik oder sie schläft. Und man kann sich auch vorstellen, dass sie nicht allein sich im Raum befindet, sondern noch andere Personen anwesend sind und sie einfach einen entspannten Abend genießt. Diese Interpretationen machen für mich das Bild so reizvoll. Mir gefällt besonders gut dieses Bild Assemblea von der Künstlerin, weil es so eine schöne, positive Stimmung hervorruft. Es ist ein Gruppenbild. Gruppen können wir zurzeit nicht so gut bilden und deshalb haben wir alle große Sehnsucht danach. Im Hintergrund ist schön grün, das heißt, wir treffen uns im Park, wir trinken, wir plaudern miteinander, tauschen uns aus und diese ganze positive Stimmung, die überträgt sich mit dem Licht, mit den Farben, mit diesen schönen jungen Gesichtern und das gucke ich mir immer wieder an, wenn ich denke, ach schade, dass wir uns gerade nicht treffen können. Eigentlich sind es kleine Geschichten, die ich erzähle. Sie als Betrachter, Betrachterin können den Faden aufnehmen und mit ihrem eigenen Erlebten die Geschichte weitererzählen.